Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen jetzt weiter und schauen mal jetzt, wer König wird. Oder Königin? Mal gucken. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen, sie ist so... so... stur, jähzornig, bockig, weigert sich auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Armband. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Tja. Okay. Warum haben die hier Wölfe, Alter? Sind es die Starks hier? Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Ich bin fertig. Woher ist das? Diese Kelche? Zeig mir das Herz. Rein in die Axt. Merkt ihr das? Alter, was geht mit dir denn ab? Ich weiß auch nicht, wo ihr Platz ist. Jetzt bitte nicht, dass der König plötzlich tot ist oder sowas. In der Ecke liegt und dann haben wir die nächste Sache am Laufen, oder? Das wäre auch krass irgendwie. Hallo Birna, gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falscht nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Caer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Mal unter uns, ist Hjalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst.
Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Verdammt! Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Gehen wir. Shit, Leute. Und wir haben wieder nur 5 Erfahrungspunkte bekommen. Alter. Check this motherfucking Schwert aus. Mensch, ist das geil. Alter, ist das geil. Ich hatte verbrennen, alles klar, die Musik geht wieder übertrieben ab. Ja, ihr habt mir das auch unter anderem in den Kommentaren geschrieben. Zieh das Schwert bitte, zieh das Schwert. Ach, gegen die Viecher Silberschwert? Okay. Alles klar, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, die Sau heilt sich ja. Hab ich ja gerade 600 Schaden gemacht? Bin ich der Geilste, den es auf dieser Welt gibt, eigentlich? Stirb! Ja, ihr habt mir ja geschrieben, wenn der Levelunterschied zu hoch ist, gibt es nur noch 5 Erfahrungspunkte. Und ja, wie man sieht, ist das zu hoch. Deswegen kriegen wir nur 5 Erfahrungspunkte. Naja, kann man nichts machen. Was hat die zu verbergen? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel. Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halb John! Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort!
Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her, los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ich gehe mit Chalma. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich gehe. Ich wusste, dass du kein Abenteuer ausschlägst. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Wir reiten nach Fornhalla. Im Galopp! Gut, wir sind da. Und? Erklärst du mir jetzt, was wir hier wollen oder nicht? Weißt du noch? Die Wilden, gegen die ich gekämpft habe. Die wir Wildkerle genannt haben. Du hast sie wohl erwähnt, als ich reinkam. Das ist Fornhalla, ihr Dorf. Sie sind diejenigen, die sich in Bären verwandeln. Genau wie in den Legenden über die Berserker. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen, als einziger. Die anderen haben alle den jungen Lugos angestarrt. Er sagte, er könne ein Fass Bier in einem Zug leeren. Und hat's auch fast geschafft. Wildkerle. Was weißt du noch über sie? Sie gehören keinem Clan an. Sie haben weder Frauen noch Kinder. Wie pflanzen sie sich dann fort? Schlagen sie aus wie Bäume? Nein. Wer sein Leben dem Kampf verschreiben will, schließt sich ihnen an. Im Sommer jagen sie, gehen auf Raubzüge. Im Winter schlafen sie in Höhlen mit den Bären. Das sagen zumindest die Leute. Ich habe das Gefühl, das ist mehr als Geschwätz. Warum hast du das nicht gleich gesagt? In der Burg, vor den anderen? Weil sie sonst angefangen hätten zu reden, Fragen zu stellen, zu streiten. Mit Worten kann ich die Ehre meines Clans nicht reinwaschen. Nur mit Taten. Und was jetzt? Ganz einfach. Wir haben die Wildkerle bei uns aufgenommen, ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Und sie haben unser Blut vergossen. Dafür werden sie zahlen. Mit Blut. Wir brauchen wenigstens einen lebend, um ihn auszufragen, bevor... Wir sind hier nicht auf dem Festland, Hexer. Wir brauchen kein Gericht, um Gerechtigkeit zu üben. Hast du überlegt, ob sie nicht jemand benutzt hat? Dann sterben sie eben, weil sie Idioten waren. Und jetzt genug Gefahr sind. Gehen wir. Okay. Ja, also... Moment, das schauen wir uns kurz mal an. Ja, ich bin jetzt eigentlich mit dem mitgegangen... Weil er es eigentlich schon gesagt hat. Ich wollte oder hatte Bock auf ein Abenteuer. Auf krasse Schlägereien.
Eigentlich deswegen bin ich mitgegangen. Nicht, weil ich jetzt sage, er ist der Bessere oder sie ist schlechter oder so. Eigentlich nicht. Ist mir eigentlich... Mir persönlich ist es egal, wer König wird. Alle davon gelaufen, weil sie wussten, dass ich komme. Komisch. Du hast nicht gesagt, dass sie feige wären. Sehen wir uns um. Sie könnten in der Nähe sein. Aber schon mit... Da oben. Moment. Eine Leiche, schätze ich. Hm. Muss untersucht werden. Aber ist schon wieder krass, wie wir gerade eine Riesenmission abgeschlossen haben. Und zack, direkt in der nächsten Scheiße landen. Es ist einfach so krass, wie das alles miteinander verwoben ist. Ja, komm, untersuch das doch mal. Folge der Spur. Seine Leiche ist mit Wunden übersät. Aber er ist nicht verblutet. Jemand hat ihm das Genick gebrochen. Ihn getötet. Vermischt mit Galle. Sieh mal, da ist jemand durchgelaufen. Die Spuren führen bergauf. Ist das ein Brauch von Skellige, von dem ich nichts weiß? Falls es einer ist, dann kenne ich ihn auch nicht. Kleidung von 6 Personen, aber nur eine Leiche. What the fuck? Alter, was geht hier ab schon wieder? Die Leiche ist voller Blutergüsse. Die Knöchel sind blutig. Hat mit bloßen Fäusten gekämpft. Bis zum Tod. Eine Art Prüfung. Wahrscheinlich. Oder ein sehr blutiger Sport. Der hier, der sieht doch nicht wie ein Wildkarl aus. Das stimmt. Ein alter Schrein mit Runen bedeckt. Ich kenne die Zeichen. Das ist die Sprache unserer Vorväter. Svalblod. Verdammt! Was ist das? Ein Name? Ja. Eine verbotene Gottheit. Alle Altäre wurden vor Jahren vernichtet. Priester, die ihn verehrten, wurden gefesselt und in Langbooten ohne Segel ins Meer gestoßen. Die Götter muss man nicht fürchten. Sie sind nur in Geschichten gefährlich. Ich fürchte ja auch nicht die Götter, sondern die Gläubigen. Weißt du, Svalblod verlangte Opfer. Menschenopfer. Halt dein Schwert bereit, Hexer. Seltsamer Geruch. Ein bisschen wie Weihrauch. Wie einer der Köder, den wir Hexer benutzen. Wofür denn? Für Bären. Meine Güte, du hast ja einen Riecher wie ein Hund. Sogar noch besser. Komm. Ah, eher wie ein Wolf. Eher wie ein Wolf. Warte mal, was haben wir denn bekommen? Ah, bitte, lass es besser sein. Lass es einfach besser sein. Nein, warum? Okay, sieht auch nicht besonders viel geil aus, deswegen scheiß drauf. Wo ist der Geruch hin? Seine Leiche ist mit Wunden. Das hatten wir doch schon untersucht. Aber er ist nicht verblutet. Jemand hat ihm das Genick gebrochen. Ihn getötet. Was zum Teufel geht hier vor? Ist jetzt egal. Die Leiche ist noch warm. Sie sind in der Nähe. Komm. Keine Frauenkleider, keine Gegenstände, keine Spielsachen. Ja, er hatte ja gesagt, dass sie keine Kinder haben. Und Frauen. Und Schnickibanger machen. Getrocknete Pilze. Psilocybin-Pilze, denke ich. Geralt, so beeil dich doch. Getrocknete Pilze. Ja. Psilocybin-Pilze, denke ich. Geralt, so beeil dich doch. Beruhig dich, Junge. Was geht hier ab? Was geht hier schon wieder ab? Bärenfell, ein riesiges.
Menschliche Skalps. Ungewöhnliche Dekoration. Also wenn wir jetzt bei den Indianern sind, nicht unbedingt, aber... Handschuhe mit Stacheln. Schwarz von getrocknetem Blut. Ocker, Kohlenstaub, Indigo. Farben zum Tätowieren. Den besorge ich Tätowierungen. Getrocknete Pilze. Psilocybin-Pilze, denke ich. Geralt, so beeil dich doch. Alter, ja, wir hatten den Text gerade eben schon. Beruhig dich doch einfach. Na komm, ich drücke X. Ich drück doch X. Jetzt. Eine Falltür unter einem Bärenfell. Klassisch. Komm schon, öffne sie. Alter, wo kommen wir hier rein, bitte? Die Luft ist voller Weihrauch. Mir wird schlecht. Es ist als ob... Psst, hörst du das? Geräusche von unten. Ah, endlich. What the fuck, Alter, was ist hier los? Was ist das wieder für eine heftige Mission hier? Sucht ihr den Tod? Nein, Rache. Und Antworten. Warum habt ihr Kertholde angegriffen? Wir waren nicht auf dem Fest, um zu töten. Aber wir bereuen auch nicht, was passiert ist. In jeder Herde gibt es Schwache. Sie müssen sterben, um für die mit dem starken Blut Platz zu machen. Wie die Männer, deren Leichen wir gefunden haben? Ja, diejenigen, die zu uns gehören wollen, betreten den Bärenkreis zu sechst. Wir akzeptieren nur drei. Die Schwachen opfern ihr Leben. Die Starken beginnen ein neues. Starkes Blut? Wovon redest du? Ich spreche von der Bärin und ihrem Jungen. Wir haben genug geredet. Gut. Reden macht müde. Schalma am Krieg kommt dich holen! Fehler. Komm, verwandel dich! Mal, wieso habe ich nicht einmal meditiert? Guck mal, ich bin komplett aus diesem Meditiermodus raus, ey. Vor der etwas längeren Pause 80 Mal hintereinander meditieren erstmal. Kann ich dem so wenig Schaden machen, wenn er nur 6 Heilpunkte kriegt, ey? Wird das so nix. Bisschen Feuer mal ins Spiel bringen. Oh, du schlägst ja doch zu, Junge. Mein Gott, dauert es lange. Endlich. Puh. Nun, aus
ihm bekommen wir nicht mehr raus. Das brauchen wir auch nicht. Es ist doch eindeutig. Blut für Blut. Verstehst du, dass sie vielleicht auf Befehl eines anderen gehandelt haben? Dass alles nur Teil eines Plans war? Wir an Krait hatten immer Feinde. Lass sie Pläne schmieden. Lass sie zuschlagen. Sie werden wie die Wildkarle sterben. Stimmen. Da sind noch mehr von ihnen. Na hoffentlich. Gehen wir. Ja, Mann, ich freue mich richtig drauf, mit dir Wurstbälle da lang zu latschen. Mein Gott, das wird super geil. Weil dir auch so viel geholfen hast, du Lappen, du. Oh, Mann, ey. Tja. Was machen wir denn jetzt? Ja, komm. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ach, ich hab X gedrückt. Ah, ich spast. So. Ich bin auch halt voll depp manchmal. Okay. Coole Sache, auf jeden Fall. Er ist echt, aber man muss schon sagen, er ist wirklich nicht der Schlauste, wie man feststellen konnte. Was war das für ein Grafikbug? Mal wieder. Moment mal, haben wir den Rechten hier nicht schon mal besiegt? Für Lambert? Der sah doch auch so aus. Hier, komm schon. Sklavenhändler. Swalblot, wir rufen deine Macht. Oh shit. Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Gut, was ich auf jeden Fall weiß, wir werden es beim nächsten Mal klären. Das reicht erstmal für diese Folge. Und ja. Also wie gesagt, wie man von einer Sache in die nächste geile Sache gerät, das ist einfach absolut geil bei diesem Spiel. Ich kann es nur immer wieder sagen. Gut, das war's, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da. Haut rein und tschüss.